So, da war der Akku leer und dann geht es an der Stelle jetzt einfach schnell weiter, weil ich habe mir noch was zum Auspacken. So, hier haben wir den Rucksack, den habe ich jetzt 2, 3 Tage testen können. Ja, es ist diese Tasche hier vorne, die hängt ganz schön weit runter, aber die ist ja sehr flexibel. Man hat hier halt Sicherungsgurte dran, also so Ösen, man kann die ja über die Schulter hängen. Und an der Seite hast du ja diese Clips hier. Genau. So kann man die einfach anders fixieren und somit passt das, weil diese Druckknöpfe, ja, tust du zwar unten rein, der eine hält aber eher weniger, sondern hängt die nur an einer Öse. Wenn du dann ganz doof dran kommst, dann hast du die ganze Tasche da hinten dran. So gesehen habe ich dann auch ein bisschen gepimpt. Die hat man im Rucksack, ich dachte auch gerne mal eine Bluetooth-Box mit dabei. So, hier kannst du so als quasi Survival-Kit reinpacken. Ich sage jetzt mal, wenn du irgendwo unterwegs bist. Hast einen Spaten dabei, dann brauchst du auch Toilettenpapier. Eventuell. Aber dann biologisches, was dann irgendwann von selber sich auflöst, ne? Dann halt. Kurz Meinecke, recht herzlichen Dank dafür. Top. So, dann mein eigenes Emblem drunter gesetzt hier. Ja. Und 2, 3 Tage schon unterwegs gewesen, was du da alles reinkriegst. Genial. 55 Liter, top. Also kann ich nur empfehlen. Preis-Leistung ist auch echt Knorke. In dem Sinne zu. Na, jetzt sind wir hier fest. Zu dem da. Ja. Ja, ich sag jetzt mal. Ich suche gerne einen Rucksack oder Bekleidung, wo Klettverschluss dran ist oder hier oben zum Beispiel, wo man irgendwelche Sachen festhalten kann und zwischendurch abmachen kann oder so, oder Hosen, wo man das irgendwie machen kann. Wenn ihr da irgendwas wisst, würde ich mich sehr gerne freuen über eure Kommentare oder über einen privaten Link über Discord. Ihr könnt mir das auch per E-Mail zusenden. Ich suche sowas noch, weil ich gerne im Auto ein bisschen unterwegs sein möchte und dann brauche ich dann halt so ein bisschen klettmäßig was, wo ich was festheften kann. Diesen Rucksack habe ich jetzt ein bisschen gehabt. Das Blöde an dem Rucksack ist, die Gurte, wenn man die, ich zeige euch das mal, wenn man die Clips festmacht, seht ihr, ich habe hier einen Knoten reingemacht, weil das rutscht sonst durch, das hält nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht hält. Woanders habe ich das schon gemacht. Da habe ich dann einfach Karosseriekleber genommen und habe das dann einfach zusammengeklebt und dann hat das auch so gehalten. Aber es ist traurig, dass die Dinger in diesen Führungen nicht halten. Andersrum habe ich es auch schon ausprobiert, hält auch nicht, rutscht auch durch. Habe ich, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. Man hat viel, wenn man einen Rucksack hat, dass die Reißverschlüsse, dass man die viel braucht. Dann ist schon der Knasus Knactus, ist das nächste. Da brechen die einfach ab, weil die Ösen, wo das runde Loch ist am Reißverschluss, die sind so dünn, die Seiten. Knick ab, zack, und kannst direkt in eine Tonne pusten, den Quatsch. Jetzt habe ich mir einen anderen gekauft, der hat 50 Liter Fassungsvermögen und hat auch hinten, wie man sehen kann, der Gurte, ich kann mir ein Patch draufkleben. Das ist für mich ganz wichtig, dass auch an der Seite ich meine Bluetooth-Box dran packen kann. Wenn ich unterwegs bin, habe ich gerne ein bisschen Musik. Anstatt dass ich mir die Box in den Rucksack packe. Da habe ich lange geguckt. Ich hoffe, dass ich jetzt was gefunden habe. Ich sage, was ist es? Und jetzt gehen wir mal ins Unboxing. Ja, da brauche ich kein Messer für. Das kriegen wir so auf. Wunderbar. So, dann nochmal eingepackt. So, für alle, die im Auto unterwegs sind, man sucht sich ja schon mal Sachen aus, die praktisch sind und mit denen man dann sagen kann, ja, mit dem kann ich was anfangen, da kann ich was verstauen. Die sind, wo ich sage, für meine Bedürfnisse ist das genau das, was ich gesucht habe. Und es ist nicht immer leicht, das Richtige zu finden, wo man sagt, genau das will ich haben, genau das habe ich gesucht. Es ist mittlerweile heutzutage, das ist so festgeklebt. So, Foto spielen rum. Krass, baue ich sie mit dem Krach. Ja, so, weiter geht's. Oh, guck mal, ich habe sogar einen deutschen Patch drauf. Naja, okay.
Das ist die Quetschkommode, das ist der neue Rucksack. Ja, machen wir mal auf. So, das ist G4 Free. Ja, also ich weiß nicht, wer den Patch drauf geklebt hat, aber der scheint wohl irgendwie Belgier zu sein oder so. Ja, also schwarzes unten. Keine Ahnung, was das soll. So, dann haben wir hier vorne einmal Gurtrange. Von hier vorne keinen dicken, sondern mal schmale Streifen, dass man den Patch auch senkrecht dran kleben kann. Oder hochkant dran kleben kann. So, dann machen wir die Gurte ab. Wir können es auch wieder dran machen. Funktioniert einwandfrei. Das Verschieben, ja. So, jetzt einmal gerade machen. Ziehen. Hält auch. Hier vorne hat man viele Laschen, da kann man was dranhängen. Ich habe an meiner habe ich auch ein Messerchen hängen und was anderes noch. Und Essbesteck, wenn ich mal unterwegs sein sollte. Man weiß ja nie, wenn man sich mit einem Kollegen trifft oder sowas und man hat gerade Hunger, dann zack, man hat alles dabei. Alles gut, Knut. So, dann machen wir jetzt mal die erste Tasche aus. Hier mal Kleinzeug reinpacken. Alles. Handy, GoPro-Zubehör. Safety Stick würde ich jetzt eher nicht sagen. Den kann man dann eher hier reinpacken. Da hat man noch schmale Taschen hier, wenn man so zeigen kann. Ich weiß es nicht, ist nicht das Beste, aber ich gebe mein Bestes. Man hat einen Cliphaken hier. Der ist auch dünn verarbeitet hier an der Sollbruchstelle. Da sieht vorne die Kante. Aber wenn man da was dran macht, was nicht zu schwer ist und nicht zu oft benutzt, sollten die Sachen hoffentlich reichen. Ja, ich sehe gerade die Gurte, die erfreue ich mich nicht gerade, weil man will ja, wenn man sich einen Rucksack aufsetzt, dass das hier auf den Schulterpolstern nicht wehtut. So, und das ist aber ganz wichtig, dass man hier nicht irgendwas Dünnes hat hier. Da wäre mir lieber gewesen, dass dieses breite Ding hier für die Schulter, dass das besser liegen soll. Wir können den jetzt einfach mal aussetzen. So, das ist halt genau das, was ich befürchtet habe. Diese Dinger sitzen nicht da, wo sie sitzen sollen, sondern man sieht sie auf der Schulter. Hier fängt das Dünne an, das liegt dann auf der Schulter und nicht hier eigentlich dieses Schulterpolster, was hier sein müsste, müsste eigentlich da oben sein. Das heißt, wenn du jetzt schwere Sachen da drin hast, ein bisschen öfters unterwegs, da kann das schon mal richtig Druck ausüben hier oben und dann hast du ein Problem. Weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist schwer, was Gescheites zu finden für dem, was wie auch passt. Hochschieben. Kann man das Ding denn zum Beispiel hochschieben, wenn man sagt, man möchte das nicht so haben, wie es ist? Ist das festgenäht oder was? Jo. Das ist festgenäht. Man kann da also gar nichts machen. Man kann höchstens das hier oben losmachen und schiebt dann ganz einfach den Träger nach oben. Zieht das dann fest, so dass man das dann gleich auf der Schulter hat. Mache ich jetzt einfach mal. Ja, also wenn ich mir sowas bestelle, dann will ich auch, dass ich davon was habe. Und das, falls sich jemand anders ansieht und sagt, man muss ja nicht immer, mein Bruder macht gerne Werbung für einen Baby-Online-Shop. Ist seine Sache, kann er gerne machen. Wenn ich die Sachen woanders kriege, dann hole ich mir die auch da. So, jetzt habe ich die Schulterpolster ein bisschen hier oben auf der Schulter, wenn man es so sehen kann. Ja, endet halt hier. Aber weiter geht's halt nicht. Sitzt halt trotzdem noch gut drauf. So, ziehe ich den fest. Das habe ich richtig am Rücken hängen. Passt auch. Jetzt kann ich wieder locker machen. So, hier vorne haben wir jetzt das klassische. Passt auch. Super klasse. Die Höhe ist auch vollkommen in Ordnung. Also hier, bei dem Rucksack hier habe ich das zum Beispiel so gehabt. Hier, die habe ich mir durchgetrennt und habe da Karabiner dran gesetzt. So ähnlich wie Karabiner, also so Schlauchösenhalterung. Und habe die niedriger gesetzt. Wenn ich den Rucksack auf hatte und die Dinger, die saßen hier oben, ein ganzes Stück weiter oben.
hatte ich das Ding hier hängen gehabt. Also absolut nicht in Ordnung. Hier sitzen sie genau richtig, wie sie sitzen sollen. Wenn ich das jetzt wieder lose mache oben, sitzt das wieder weiter unten. Völlig in Ordnung, dass es hier oben sitzt. So, dann geht's weiter. Erste Tasche, Patch auf, an, dran, muss halten. Ja, ist ein bisschen tüdelig, ist ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte besser sein können. Naja, zwei Streifen ist ein bisschen zu wenig. Also, naja, das will man erwarten. So, dann machen wir die nächste Tasche auf. Da haben wir hier, guckst du? Das ist eine ganz kleine Tasche, als Maul. Für Handy oder irgendwas anderes. Also kleinen Zeugstift, Lineal, wenn er für Rucksacks für Schule sein sollte. Zwischentasche. Ja, an der Seite machen wir den links auf, wo man das Handy dran klemmen kann. Also geht auch gut weit rein. Bis hierhin ist meine Hand. Also ist gut. Unterarmlänge. Ja. So, an der Seite hast du hier noch Taschen. Auch noch mal Gurte. Wenn da auch Spannung ist, da kannst du einen Schirm reinstecken, du kannst einen Selfie-Stick von der GoPro reinstecken, etc. Und hier haben wir das Hauptteil der Rucksack. Klappe ich jetzt einfach mal auf. Wenn du irgendwo am Einkaufen bist, ja, du packst dann halt schwere, schwierige Sachen oder bist dann halt, du willst auf der Arbeit gehen, Handtücher drauf, Unterhosen, alles etc. packst da rein. Hier hast du eine Internettasche. Und ich weiß, hier ist auch noch mal ein Fach. Hier hast du eine kleine Tasche, wo du auch noch was reinpacken kannst. Und als wenn das nicht reichen würde, gibt es dann noch was. Und zwar war das von hier draußen. Dann machst du auch mal hinten am Rücken auf. Und was sieht man hier? Eine isolierte Dingens mit zwei Halterungen. Das heißt, du kannst hier ein bis hinten am Rücken, also es geht bis hier unten in die Tasche. Du kannst da ein Wasserbeutel mit Schlauch, ich habe den irgendwo, ich weiß nicht, von irgendeinem Rucksack hatte ich den mal gekauft, da gab es das mit dabei. Also wenn man den mit, also einen Rucksack kauft und noch 5 Euro drauflegt, gab es da diesen Beutel, ich habe 2 oder 3 Liter war das, mit so einem blauen Schlauch. Ich weiß nicht, wo das Ding geblieben ist. Mal irgendwann mal gucken, vielleicht stoße ich drüber. Kannst du hinten reinmachen, hast 2 Ösen, hängst den fest, Schlauch durch, hinten durch. So, und dann hast du irgendwo, ja, jetzt das Loch, wo der rauskommt, an einem Gurt oder sowas, oder so eine Öffnung. Aber keine Ahnung, wo das jetzt ist. Hier kommt er zum Beispiel raus. So, und dann muss es ja irgendwo durch den Rucksack, ohne dass du den Rucksack offen hast, irgendwo auch wieder rausgehen. So ist das ist der Plan. Jo. Der sucht, der findet. Such mal von innen einfacher. Nein, ist nicht. Oder auch nicht. Da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Hier was ist. Auch nicht. Ja. So, vielleicht packt man da einfach um den Rückenpolster, so dass der Rucksack gerade ist. Das habe ich in dem alten Rucksack auch. Da habe ich so eine leichte Stoffmatte drin. So eine, von der Verpackung sowas. Styropor, links und west. Ich hole es einfach mal raus, damit ihr das seht. Hier, so weit weich. Das habe ich da einfach drin vom Rücken, dass es ein bisschen gepolstert ist und fertig ist. Der Lachs. Damit er ein bisschen stabiler steht. Jo, das war es eigentlich dafür. Plus Zubehör, dieser Wasserkanister gibt es halt nicht mit dabei. Das verkaufen die nicht dafür. Und jetzt will ich mal hoffen, dass ich für das Geld, was ich denn bezahlt habe, da war jetzt 50 Schmeckle, dass der das hält oder für die Bedürfnisse, die ich, wo ich den Rucksack brauche, dass der das mitmacht. Und das ist der Plan. Jo, in dem Sinne, testet man einfach mal aus, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und im Laufe des Tragens siehst du ja dann, was wie tauglich ist und was nicht. Ja, wir kommen zum neuen Fazit. Ich setze mal hier an, wo ich den alten Rucksack, neuer Rucksack. Dieses Ding ist das, was ihr gerade gesehen habt. Ja. Als Fazit dazu muss ich sagen, 6 Monate und es geht schon viel kaputt und kannst echt vergessen.
rate ich vom Kauf von diesem Rucksack, rate ich definitiv ab. Er lässt sich auch scheiße tragen, er hat kein Rückgrat, er fällt ständig um. Okay, das ohne sich jetzt, mein Bruder zum Beispiel hat sich in einen alten Rucksack, hat er sich in einen Ordner reingepackt, damit der gerade hinten am Rücken und dass er auch steht und nicht immer umfällt, so, also ein bisschen zu tragen ist am Rücken. Mein neuer Rucksack, der ist ein bisschen leicht geknickt, aber ja, der bleibt da ein bisschen stehen, ist halt ein bisschen luftig hinten, ist so. Alien ging, ja, da fällt sofort zusammen. Das einzige Gute, was ich jetzt verwendet habe, ist, er hat hier so eine Eisentasche, alles klar. Hier vorne diese Tasche, weiß ich jetzt, die habe ich irgendwo an der Seite getan, brauche ich dazu jetzt nicht. Erstens war die Halterung war echt doof. Zweitens an dem Rucksack waren einfach diese Ösen, diese Bänder, wo diese Clips dran sind. Wenn ihr das jetzt seht. Ja, da habe ich einen Knoten reingemacht, weil das sonst nicht gehalten hat. Da kannst du so einfach den Clip davon abziehen. Also einfach nur Müll, von vorne bis hinten. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber ist einfach Müll. Alleine hier die Halterung habe ich mir ein anderes Tool verwendet und habe die versetzt. Die waren eigentlich eher hier oben. Und wenn man die hier oben hat, dann hat man die am Hals gehabt. Müll. Kriegt man gar keine Luft mehr. Richtig schlecht gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwas mitnehmen sollte, dann wären es, glaube ich, diese, kann man ja immer mal gebrauchen, um irgendwas festzuzurren und so weiter, irgendwo Rucksack. Man kann ja auf die Bänder kacken. Oder man schneidet es ab, näht sie zusammen, hat man einen kleinen Gurt, den man ein bisschen zusammenschieben kann oder so, aber mittlerweile gibt es alles so als Einzelteile extra zu kaufen oder extra Tasche, die du an den Rucksack machen kannst. Das Geld spare ich mir aber und nutze dann halt dementsprechend das, was im Rucksack noch übrig ist. Und dann habe ich eine Seitentasche hier, die ich hier vorne dran habe. Ist von diesem Rucksack hier. Alles andere habe ich abgemacht. Hier oben ein bisschen klett, wie man sehen kann. Leider ist schade, dass man den neuen Patch von Scantrack nur im Outdoor Camp Höblund kriegt. Schade. Sehr schade, man ist da gewesen und ich habe den gesehen und sieht geil aus. Den würde ich natürlich dabei sagen, ich bin da gewesen. Schön, war doch geil. Und ja, nur mal zur Info, ich mache auch Vlogs. Ihr könnt ja auch mal ganz gerne reinschauen. Ich würde mich freuen. Demnächst kommen dann nochmal, ich sag jetzt mal, Originalteile. Also Urlaub in voller Länge. Also mehr Material als die zwei Videos, die da schon existieren. Also einfach reinschauen, lohnt sich. Und das im Auge zu behalten, Glocke an, Häkchen an, abonnieren nicht vergessen. So, ja. Den Rucksack habe ich jetzt hier stolze 50 Mängel bezahlt. Und ja, der Rucksack ist soweit genial. Ich habe das Video jetzt gerade danach gesehen. Und jetzt wisst ihr das Fazit dazu. Ja, so sieht er jetzt ursprünglich aus. Ich habe ein bisschen zurecht gemacht. Ich habe alles, was ich hier raus habe, habe ich jetzt hier drin. Das heißt, diese Tasche werde ich eventuell noch mit verwenden. Ansonsten ist das und das ist dann mal neuer. Ja, für die nächsten seht ihr die kleinen schwarzen Pränkels hier oben drauf auf dem Tisch. Ja. So, zeige euch das mal. Seht ihr das? Die ganzen schwarzen Dinger hier, die kommen alle von dem Rucksack und wie gesagt, der Rucksack ist einfach Müll. Der sitzt auch schlecht an den Schultern, einer rutscht immer runter. Den habe ich hier auf, ja. Damit vorne nicht auseinander geht, habe ich ja vorne den Mittelgurt drin, wie man gesehen hat. Ich habe mir meine Lampe vorne wieder dran gemacht. Falls ich mal über den einfach so leichte Wanderungstour mache oder so, also es wird mal dunkel. Habe ich auch hier, um vorne zu binden, diese zwei Gurte, die ich mir vorne hier festmachen kann, brauche ich nicht. Der sitzt super perfekt. Aber ich habe mir aus meinem alten Rucksack, ich habe die übrigens ein bisschen höher gemacht hier, weil die ziemlich weit runter saß, jetzt sitzt das perfekt und es hält auch. Habe ich aus meinem alten Rucksack, habe ich was für den Rücken drin. Dann einfach diese Isomatte, die ich hier habe. Man kann hier einen Trinkbeutel reinmachen, wie ihr seht, habe ich extra drin und das sieht so super am Rücken, es tut nicht weh, es stört nicht, ist nicht im Weg,
Perfekt. So, machen wir wieder zu. Und das war's. Sitzt perfekt, sieht gut aus. So, ich mache jetzt einfach mal aus Testzwecken. Ich mache das jetzt mal für euch. Was macht denn jetzt zu? Also für den Rucksack, das Geld auszugeben, ist auf jeden Fall wert. Wer Interesse an dem Rucksack hat, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben. So, heben wir den jetzt hier rum. Sitzt, passt, wackelt unter Luft. Ich muss hier vorne nicht mal. Ich muss hier nicht mal zumachen. Brauche ich nicht. Beckengurt hat man hier unten auch. Brauche ich zwar auch nicht. Den kann man mühelos ein paar Stunden tragen, ohne dass es weh tut, ohne dass irgendwie, also er sitzt richtig super bequem. Du hast noch ein bisschen Gewicht drin, wenn du jetzt einkaufen warst, Platz hast du auch. Wenn du gut im Packen bist und nicht einfach nur die Sachen reinschmeißt, ist schon mal die halbe Miete, ist einfach so, und damit machst du dann eigentlich schon nichts mehr verkehrt. Dann hast du auch für einen einfachen Overnight hast du dann echt alles dabei, was du brauchst. Ohne jetzt eine Konserve zu kaufen, wo du sagst, das will ich mir jetzt warm machen, aber eine Gaskartusche, Gaskocher hast du hinten drin. Ja. Wenn du die Fettiggerichte hast, Tactical Food Packs, genau, passt alles hinten rein, 2-3 Mahlzeiten, 4. Nimmt wenig Platz weg, als wenn du eine Dose mitnimmst auf dem Gaskocher packst, sondern kannst den auch weglassen. Hast eine Buschbox dabei, passt auch, ist auch so schmal wie meine Hand. Also Platz findet sich da was, und außen hast du genug Ösen am Rucksack oder an der Seite. Hier zum Beispiel habe ich die Box drin gehabt. Ja. Hier hast du Ösen. Hier vorne hast du noch eine Gurtmöglichkeit. Da kannst du alles dran binden, musst nicht alles in den Rucksack rein und los geht die Sache. Nur du musst halt, wie ich auch jemand anders schon mal versucht habe, Sachen kaufen, die in den Rucksack passen. Wie gesagt, die sollten da drin sein. Und alles andere, was nicht ist, was leicht ist, was klein, handlich, kompakt oder nicht länger als ein Ober-Unterarm, draußen am Rucksack dran. Fertig. Mittlerweile hast du so viele Sachen von der Isomatte und so weiter. Diese Überzüge sind alles wasserabweisender Stoff. Das heißt, können also nicht nass werden. Was nicht unbedingt nass werden sollte, kann man sich überlegen. Schlafsack ist eine andere Sache, im Gegensatz zu einem Biwaksack. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden, wie ihr das dann handhabt. Aber für einen einfachen ist dieser Rucksack einfach super. Ich hab den einfach mal zum Testen, habe ich den jetzt schon mitgehabt und kann mich nicht beschweren. So, ja, in dem Fall will ich euch jetzt auch nicht irgendwas noch unterschwatzen, aber das würde ich sagen, dafür würde ich sagen, Daumen hoch, super geil. Und wie gesagt, mein Videokanal bitte im Auge behalten. Da bin ich auch überlegen, ob ich den Namen ändere, sondern nicht Virus Vlogt, sondern Christian Vlogt. Da bin ich auch überlegen, ob ich das mache oder nicht. Aber dann wird auch nicht nur der Name geändert, aber Logo bleibt. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. In dem Fall bedanke ich mich jetzt erstmal. Das war's für dieses Unboxing. Und wenn ihr mehr wissen wollt, ich glaube, der kostet hier knapp, was habe ich bezahlt, 50 Euro für den Rucksack. Aber ist es wert, er bleibt stehen. Wenn was drin ist, bleibt er sowieso stehen, er fällt nicht um, stabil. Und ihr habt Platz auf jeden Fall. Also das ist, jetzt habe ich kaum was drin. Ja, ist ziemlich schmal. Ich gehe mal hinten weg, damit ihr das seht. Ja. Und wie gesagt, wenn man was reinpackt, ich kann das jetzt schlecht, kriege ich das hin, dann steht er dann halt etwas breiter. So als, also dafür reicht es, ein, zwei Klamotten mitzunehmen, und wenn man noch eine Wandertour gibt, dann hat man sowieso nicht ganz so viel Wechselklamotten dabei. Vielleicht Kurzhose, T-Shirt, was auch immer, je nachdem wie das Wetter ist, und oder man läuft halt mit den gleichen Klamotten und springt dann halt abends irgendwo ins Wasser oder nimmt die mit, lässt die trocknen über Nacht, weil es dann halt feucht warm, wie auch immer. Das war's. Der Rest liegt bei euch, was ihr draus macht. Variieren kann man immer wieder, wenn man eine gescheite Basis hat, kann man da viel mitmachen, kann man viel dran heften und so weiter. Aber diese Bauchrucksäcke, davon halte ich nichts. Die ziehen einen runter, das ist wie so ein Weihnachtsmann, der Sack auf dem Rücken trägt. Und irgendwann ist das schlecht für den Rücken und so weiter. Das muss schon gescheit am Rücken liegen, dass es verteilt ist. Angebracht wäre das auf jeden Fall, man wird ja nicht jünger. So. Deswegen danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Für das etwas längere Unboxing, aber
sowas muss ja mal gesagt werden, finde ich jetzt meiner Meinung nach, nicht, dass ich euch jetzt immer was anderes sage, das ist gut, aber die wesentlichen Sachen ist einfach, das Einzige, was ich beim Unboxing vergessen habe, ist, hier sind dann die Schlaufen dran, ja, an den Rucksäcken, aber ich habe mir hier, damit ich nochmal was dranhängen kann, kann ich jederzeit abmachen, weil überall sind die Schlaufen dran und leichtgängig einfach, hakt nicht, bleibt nicht hängen. Und man muss auch wirklich darauf achten, wenn ich so einen Billig-Rucksack holt, dass die Reißverschlüsse, die hier dran sind, dass sie nur zur Hälfte dick sind, breit sind, sondern auch gescheite Schlüsse sind, die nicht so schnell kaputt brechen oder abbrechen oder die Ösen, die biegen sich mal auf, wenn man immer öfters zieht. Und dann drückst du es um zwei, drei Mal wieder zusammen. Das wird dann hinterher so kuddelig, dass du dann kannst einfach den Rucksack wegschmeißen. Einfach nur Schrott, einfach nur Müll. Und dann der Rest, was ist, das nimmst du einfach runter, verwendest das und fertig ist. Ist einfach so. Deswegen habe ich eine Tasche schon mit. Da habe ich zwei, drei Sachen mit drin. Und es ist noch Platz für ein bisschen mehr. Man wird sehen. Ich hoffe, der hält länger als ein halbes Jahr. Das wäre natürlich zu wünschen. Und ja, in dem Fall, danke fürs Zusehen. Jetzt bin ich aber raus. Bis zum nächsten Unboxing. Macht's gut. Tschüssi und ciao mit V.